Hallo und herzlich willkommen zum Kinoressort bei Tagesschau 24. Kaum ein Film kann in diesem Jahr ein derartiges Staraufgebot vorweisen wie The French Dispatch, der beim Filmfest in Cannes seine Premiere feierte. Wenn Regisseur Wes Anderson ein neues Projekt in Angriff nimmt, stehen die großen Namen Schlange. Ein paar, die sowieso immer dabei sind, wie Bill Murray, Owen Wilson, Willem Dafoe und Adrian Brody, aber auch andere wie Tilda Swinton, Frances McDormand, Christoph Waltz oder Timothée Chalamet. Die eigentlichen Stars sind aber auch diesmal wie fast immer bei Anderson die absurden, menschelnden Geschichten und die fantasievoll überkandidelte Ausstattung und Inszenierung. Es begann als ein Urlaub. Begierig der strahlenden Zukunft in Kansas zu entkommen, verwandelte Arthur Howitzer Jr. die Reihe seiner Reiseberichtkolumnen in The French Dispatch. Zu Deutsch der französische Bericht. Ein Magazin mit einer außergewöhnlichen Bandbreite an Themen und das Lebenswerk von Arthur Howitzer Jr. Ist das nicht ein bisschen zu halbseiden diesmal? Finde ich nicht. Für anständige Leute? Sollte charmant sein. Hier arbeiten nur die talentiertesten, wenn auch eher eigenwillige Journalisten. Berenson, Sazerac, Cremens, Roebuck Wright. Das waren seine Leute. Lassen Sie es so wirken, als hätten Sie es bewusst so geschrieben. Und was die nicht alles so geschrieben haben, zum Beispiel über... Mr. Moses Rosenthaler, gewiss die lauteste künstlerische Stimme seiner rauflustigen Generation. Gleichzeitig aber auch ein psychopathischer Killer. Ich will es kaufen. Ist nicht zu verkaufen. Ist es doch? Ist es nicht. Oder über die französische Studentenrevolte. Das waren die Kinder. Sie zerstörten 1000 Jahre republikanische Autorität in weniger als 2 Wochen. Oder aber einen sehr speziellen Chefkoch. Die Aromen zogen jeden in ihren Bann, der auf tödliche Weise gebrochen wurde. Wie Sie schon wissen, haben wir Ihren Sohn entführt. All diese Geschichten erzählt Regisseur Wes Anderson in einzelnen Episoden. Hallo. Halt die Klappe. So wie nur er es kann. Soll heißen, visuell inszeniert und arrangiert wie ein Gemälde, gespickt mit skurrilem Humor und aberwitzigen Dialogen. Ich bin nackt, Mrs. Cremens. Das sehe ich. Dazu bietet The French Dispatch ein Staraufgebot, das sich sehen lassen kann. Von Frances McDormand über Tilda Swinton bis Bill Murray. Und viele, viele mehr. Die Druckvorstufe sagt, 1 Stunde bis zum Druck. Du bist gefeuert. Wirklich? In meinem Büro wird nicht geweint. Ein großartiges Ensemble. Da ist es eigentlich keine Überraschung, dass auch der Film ziemlich großartig ist. Ist es doch? Ist es nicht. Ist es doch? Ist es nicht. Ist es. Wie auch immer. Zwar scheint die Optik hier teilweise wichtiger zu sein als der Inhalt, aber immer noch echt gute Unterhaltung. Wir bleiben bei der schreibenden Zunft und wechseln nur von den Zeitungsmachern zu den Romanschriftstellern. Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt Mein Jahr in New York von einer Literaturstudentin, die in den 90er Jahren als Aushilfe in einem leicht angestaubten New Yorker Verlag von einer Karriere als Autorin träumt. Dabei erhält sie unerwartete Tipps von einer ebenso legendären wie mysteriösen Lichtgestalt der US-Literatur, J.D. Salinger, Autor von Der Fänger im Roggen. Ich werde doch etwas länger in New York bleiben. Was ist mit deinem Semester? Ich will nicht mehr die Texte von anderen analysieren. Ich will schreiben. Schreiben, so wie eine richtige Schriftstellerin. Doch stattdessen landet Joanna nur in einer Literaturagentur. Es gab hunderte von uns, die bei Literaturagenturen arbeiteten. Sie hörten nie damit auf, selbst Autoren sein zu wollen. Schreiben Sie denn auch Romane? Joanna ist meine Assistentin. Ich stelle keine Autorinnen ein. Doch zumindest ist sie hier nah dran an den ganz, ganz großen Autoren. J.D. Salinger. Ist nicht wahr. Salinger? Freaks. Für den muss sie die Fanpost beantworten. Denn der Fänger im Roggen-Autor ist zwar heiß begehrt, lebt aber sehr zurückgezogen. Salinger wünscht keine Post von seinen Lesern. Haben Sie meinen Brief Mr. Salinger geschickt? Hat Salinger meinen Brief erhalten? Sie hatten kein Recht, den Brief zu behalten. Briefe, die ihr täglich vor Augen führen, dass ihr Traum vom Schreiben mehr und mehr in den Hintergrund rückt. Man muss das Schreiben wirklich lieben. Man muss es mehr wollen als alles andere auf der ganzen Welt. Eine junge Frau auf der Suche nach sich selbst. Eine wahre, wenn auch nicht sonderlich spektakuläre Geschichte. Bleiben Sie nicht am Telefon hängen, Joanna. Sie sind eine Dichterin. Trotzdem überzeugt Mein Jahr in New York vor allem wegen seiner talentierten Darsteller, allen voran Sigourney Weaver. Er ist nicht das Problem, sondern die Leute, die dauernd anrufen. Recht seichte, aber zu Herzen gehende Unterhaltung auf DVD oder als Stream. Ich wollte außergewöhnlich sein. Alles klar, Sie hatten Ihren Spaß.